Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy IV. Wir befinden uns mitten in der Ameisenlöwenhöhle, so in der Höhle des Ameisenlöwen. So heißt sie nämlich offiziell. Ja, und schaut euch das mal an. Eventuell kommt jetzt gerade ein Bosskampf. Ich werde mal spaßeshalber hier lang laufen. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier gleich noch Zwischenkämpfe erfolgen. Jetzt bloß nicht gesagt, ne? Aber mit Thron ist ja hier nicht zu rechnen. Die habe ich ja. Die würde ich ja auf der Karte sehen. Lohnt es sich denn hier lang zu laufen? Eventuell für einen Geheimgang, oder? Ja, das war die einzige uneinsichtige Stelle. Das wäre ja jetzt doof, wenn da einer wäre. Ich hätte ja Lust, alle Gänge da mal einmal abzuklappern. Nimmt bestimmt wieder ein bisschen Zeit in Anspruch, ne? Naja, dann ist es so. Nachher ärgere ich mich nur. Wenn ich dann erfahre, was dort dann eventuell gewesen ist. Eventuell so das supergeile Schwert für die nächsten 20 Level. Die hauen unseren Edward aber ganz schön nieder, ne? Auf den haben sie es abgesehen. Na, ein Glück hat er einen Stufenanstieg. Heilen werden wir ihn aber mal. Heilen. Ja, machen wir so. Zack. Und noch einmal. Ist da was? Oder? Nee. Na, super. Schon wieder ein Kampf. Ja, die Kämpfe sind hier tatsächlich sehr häufig, was mich so, naja, so ein bisschen ärgert. Weil man dann doch gerne ein bisschen erkunden möchte im Dungeon und dann wird man doch alle 10 Meter von so einem, ja, von so einer Gruppe von Trash-Mobs unterbrochen. Ich meine, das Einzige, was das Gute an sich hat, ist nun mal, dass man, ja, dadurch levelt und dann ganz gut vorbereitet ist für die nächsten Kämpfe. Und, mal ehrlich, bisher hatten wir ja keine Schwierigkeiten. Also bei Angriff von hinten und somit sind unsere Reihen wieder vertauscht. Das heißt, unser Nahkämpfer Cecil steht jetzt hinten. Oha, Lydia macht aber Schaden an diese Chamäleons. Sind das Chamäleons? Weiß nicht, wie die heißen. Gucken wir mal hier, ob hier irgendwas ist. Wenn die Gegner mich denn lassen würden, aber mit Erschlag sollte das recht schnell gehen. Ja, das ist wirklich schade, dass wir momentan immer noch nur einen Kämpfer haben, der einen hohen Angriffswert hat. Ich meine, ich könnte mit Lydia zaubern. Aber... Nun ja, die MP möchte ich mir gerne sparen. Für die Heilung. Die wir dann eventuell beim Bosskampf brauchen. So, und ich habe hier gerade mal wieder eine Errungenschaft bei Steam bekommen. Die nennt sich Silberjäger. Was auch immer die besagt. Ich habe keine Ahnung. Silberjäger. Könnte das sein, dass wir... Ich muss gleich mal am Ende des Kampfes gucken. Eventuell die Gil... Die Guilds, die wir haben. Dass die einen Wert überschritten haben? 5000 wäre ja so eine magische Grenze, oder? Oder gesamt 5000. Das könnte ungefähr hinkommen, weil seit Anbeginn der Kämpfe haben wir ja nun nicht wirklich großartig Geld ausgegeben. So, dass wir jetzt gerade eventuell die 5000 Marke geknackt haben. Ja, mal wieder eine Errungenschaft. Freut mich. Ernsthaft. Ich habe gesehen, dass bei Steam 58 Errungenschaften hierfür existieren. 58 ist eine gute Zahl. Also, das ist gar nicht wenig. Man sieht also schnellen Erfolg, wenn man spielt.
So, wir müssen einmal heilen. Nee, da ist keiner. Das kannst du vergessen. So, ich bin der Meinung, hier ist nichts, oder? Ach komm, ich lass das jetzt. Ich gehe jetzt runter in die Mitte. Wenn ich da was verpasse, dann habe ich es halt verpasst. So. Nee, nicht weglaufen, um Gottes Willen. Aber dieser Gegnertyp ist mir unbekannt. Und hat verdammt viele Lebenspunkte. Ui. Ui. Zwei auf einen Streich, nicht schlecht. So, dann werden wir uns nochmal heilen. Einmal hier und einmal dort. Ja, komm, hier auch. Ja, wir gehen jetzt einfach runter. Hier legt der Ameisenlöwe seine Eier. Da glitzert was. Ja, genau, da ist er auch. Hab keine Angst, Ameisenlöwe sind zahme Tiere. Menschen greifen sie nicht an. Ich hole eine der Perlen. Zack. Habe ich mir doch gedacht. Er ist gar nicht so friedlich. Lydia, komm. Ja, genau. Der guckt doch ganz schön doof, ne? So, wir machen mal Eis. Nicht Schwarzkunst. Oh ja, Angriff mit ihm. Und verstecken. Wie, was verstecken? Samariter, okay. Verstecken. Ich guck mal, was das macht. Hätte ich mal vorher nicht. Alter, was willst du da hinten? Rückkehr. Okay. So, ich zauber weiter Gift mit Widia. Ich glaube, ich könnte auch mal den Schokobo beschwören. Angriff. Samariter hatten wir ja gesehen, dass das Gegenstände sind. Und Lebenshünde. Ach komm, nimm mal. Geh mal auf alle. Aha. Kontinuierlich heilt es uns. Ja, quasi Regeneration, könnte man sagen. Ja, da ist er schon down. Ja, Mensch. Ich habe jetzt mit Bär erwartet. Hätte ich doch auf schwierig gehen sollen? Ach was. Wird bestimmt noch schwierig genug. So, Erfahrungspunkte 2000 und Gil 1500. Ja, im Kampf war ich ein bisschen leise vom Reden her. Ich musste mich ein wenig konzentrieren, weil man ja doch ein bisschen unter Zeitdruck hier steht, ne? Ja, Edwards Stufe ist gestiegen von 15 auf 16. Sandperle erhalten. Ich verstehe das nicht. Warum hat uns der Ameisenlöwe angegriffen? Die Zahl der Monster nimmt sprunghaft zu. Tiere, die bis vor kurzem noch friedlich waren, greifen jetzt auch Menschen an. Das muss der Auftakt zu großem Unglück sein. Cecil, wir müssen zurück zu Rosa. Ja, beeilen wir uns. Okay, so ist hier noch ein Geheimgang, eventuell, wenn ich schon hier unten bin. Und die Chance habe, hier nochmal rumzulaufen, weil ansonsten nutze ich gleich den Notausgang. So, ich kann ja nochmal hier in diesem Kreis langlaufen, aber ich bezweifle es tatsächlich wie jetzt Stein. Die haben wir die ja versteinert. Geht's noch? Ich hoffe nicht, dass das die Goblins waren, die das können. Bezweifle ich. Ich glaube eher, das Chamäleon war das. Naja, das ist ja nun schon tot. Ja, das ist so zu Stein. Ja, herzlichen. Moment. Ist sie überhaupt noch Stein? Ja, ist sie. So, Magie wird ja jetzt nun nicht funktionieren. Sie kann ja jetzt nicht zaubern, aber eine Goldnadel können wir doch verwenden. Seht ihr? So, dreimal Vita ergibt einmal Vitra. Dann auf alle, ne? Ja, super, voll geheilt. Haha. So, ist hier noch eventuell ein Geheimgang? Das wäre ja super. Aber
Sieht nicht so gut aus. Ja, dann habe ich wohl in dieser Höhle gar keinen Geheimgang entdeckt. Das ist dann halt so. Davon wird das Spiel dann auch nicht gerade deutlich schwerer, hoffe ich. Zumindest sind wir noch nicht Game Over. Ja, also ich werde jetzt flüchten aus dem Labyrinth. Sie kann es nicht. Notausgang müssen wir dann verwenden. Oder fällt das unter Schwarzmagie? Bezweifle ich. Ach, eine Etage zurück. Ja, eine wird mir nicht viel bringen. Ich möchte ganz raus. So, wo haben wir es denn? 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 Da, Notausgang. Da haben wir es doch. Zuck. Scotty, beam mich hoch. Ja, perfekt. Ja, denn ich gucke für Zeit. Wir haben noch Zeit. Ja, dann werden wir ab zurück nach Kaipo und dort die gute Rosa besuchen und ihr dann diese Sandperle geben. Ich glaube, vorher sollte ich nochmal speichern, ne? Das werde ich mal machen. Und zwar genau hier. Genau hier. Hier, seht ihr? Genau hier. Gespeichert. Ah, das war die Backup-Datei. Shit. Ah, sowas kommt dabei raus. Na gut. Ich habe ja noch gesehen, die letzte Folge war ja okay. Also von daher. Ja, ab zu Rosa. Wo war die nochmal? Die war ja hier irgendwo rechts. Soweit ich mich erinnere. Und zwar hier. Na, sag ich doch. Rosa. Und das wird bestimmt hier unten sein. Sandperle geben wir ihr. Oder wollen wir ihr die Schattenklinge geben? Nein. Das Strahlen der Sandperle erhellt Rosas Antlitz. Cecil, dir geht es gut? Dem Himmel sei Dank. Das sollten wir ihr eher sagen. Was hast du dir nur dabei gedacht, Rosa? Man sagte mir, du seiest beim Erdbeben im Dorf des Nebels ums Leben gekommen. Aber das konnte ich einfach nicht glauben. Es tut mir leid, dass du wegen mir solche Angst hattest, aber sag, was hat es mit diesem Golbis auf sich? Der König hat ihn einberufen. Er führt nun an deiner Stelle die Rotschwingen an. Seit er auf der Burg ist, benimmt sich der König noch merkwürdiger als zuvor. Ich vermute, Golbis benutzt den König, um die Kristalle an sich zu reißen. Ja, das denke ich nämlich auch. Den Wasserkristall, den du aus Mysidia mitgebracht hast, den Feuerkristall von Damsien, den Windkristall von Fabul, sowie den Erdkristall von Troja. Troja? Wirklich Troja oder Troja? Sagen wir Troja. Achso, Edward sagt das. Der Feuerkristall ist ihm bereits in die Hände gefallen. Ach Rosa, das ist Prinz Edward von Damsien. Dank seiner Hilfe war es uns möglich, dich zu retten. Und das hier ist Widia, aus dem Dorf des Nebels. Fühlst du dich besser? Ja, danke euch, Widia und Edward. Wenn er in Damsien bereits erfolgreich war, wird er als nächstes Fabul angreifen. Wir müssen sofort... Du musst dich vor allem ausruhen. Wir gehen nach Fabul. Aber wie wollen wir nach Fabul gelangen? Der einzige Weg führt über den Berg Hops. Hops? Und wird von einer dicken Eiswand versperrt. Lydia, du beherrschst doch den Zauberspruch Feuer, oder? Nein. Nein? Nein, tut's ihn wirklich nicht. Aber du bist eine Beschwörerin. Ich kann nicht glauben, dass du diesen elementaren Spruch der Schwarzmagie nicht... Rosa, du bist absolut nicht reisefähig. Du bleibst hier und kurierst dich aus. Ach, es geht schon. Ich werde euch nicht zur Last fallen. Schließlich bin ich eine Weißmagierin. Ja. Cecil, Rosa möchte bei dir sein. Da hat der Edward mal recht.
Na schön, dann gehen wir alle zusammen. Es ist bald Nacht und wir müssen morgen früh aufbrechen. Legen wir uns schlafen. Danke, Cecil. Die Weißmagierin Rosa hat sich angeschlossen. In derselben Nacht. Anna, du fehlst mir so sehr. Huch. Ah. Ja, schön. Wiegenlied in Schlaf, Konfus, LP. Komm, erstmal die LP regenerieren dauerhaft. Das ist cool. Sing ein Lied für mich. Hm? Sei tapfer, Liebste. Anna? Ja? Du bist stärker, als du denkst. Aber du musst an dich glauben. Ich versuche es. Boah, die Heilung prockt aber ganz schön oft, ne? Hä? Sag ihm. Okay. Hm. Ich habe nicht angegriffen. Warum hat er das gemacht? Naja, dann ist das so. Anna! Edward, I can be with you but for this moment. The spirit calls me onward to become a part of it again. Don't leave me, Anna. Edward, you must be brave. Golbez cannot be allowed to have the crystals. You gave your love to me once. Now share it with all the world. Anna, my love. I will try. But what would you have me do? Also dann brechen wir auf. Ja, als ich den Saragin dort gerade besiegt habe, habe ich nochmal eine Errungenschaft bekommen. Nannte sich, glaube ich, Mut. Ja, passt ja zu dem, was Anna zu Edward gesagt hat. Er soll mutig sein und der ganzen Welt seine Liebe schenken, so wie er auch seine Liebe Anna geschenkt hat. Ist mal eine stattliche Aufgabe, möchte ich meinen, ne? So nach vorne zu blicken, wenn man doch seine liebste Person verloren hat an den Krieg. Es ist ja nun mal wirklich Krieg. Ich meine, König Baron führt jetzt Krieg gegen alle. Und nur weil er 4 Kristalle haben will. Warum auch immer. Ich weiß wirklich noch nicht, was er damit bezwecken will. Beziehungsweise eigentlich ist es ja wohl eher Golbez. Der neue Kommandeur der Rotschwingen. Ja, schön. Also unser Nachfolger. Gut, ich muss mich jetzt entscheiden, wer von den anderen dreien in die vordere Reihe kommt, weil ich habe keine 3 Plätze für hinten. Und doch, natürlich. Oh, dann fällt mir gerade ein. Zack, so, passt doch. Perfekt. Habe ich ja gar nicht dran gedacht am Anfang. Oh Rosa, ich bin so froh, dich wieder in meiner Nähe zu haben. Siehst du, jetzt bist du doch froh, dass sie mitkommt, ne? Richtig, jetzt kannst du nämlich dauerhaft ein Auge auf ihr werfen. Auf sie werfen. Ja? Hm, keine Ahnung. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ja, das heißt, du hast sie immer im Blick. Du musst dir keine Sorgen machen, dass sie irgendwo ausbüchst und irgendeinen Unfug anstellt. So, sie kämpft mit dem Stock. Ja, herzlichen. Silberreif, ne? Oder was hat der? Rubinring hat sonst keine weitere Eigenschaft, also Silberreif. Ja. Ja, haben wir unsere liebe Rosa befreit. Aber im Endeffekt haben wir jetzt kein großes Ziel, ne? Also wir müssen nach Fabul kommen. Das geht aber nur über den Berg Hops.
Oh, aber dort ist die Eiswand. Und Lydia kann kein Feuer. Also was tun wir jetzt? Ich gehe erstmal raus und es passiert nichts, okay? Ja, jedenfalls mit einem Blick auf die Zeit habe ich so das Gefühl, dass ich diese Folge jetzt beende. Und wir werden dann in der nächsten Folge, ja, uns darum kümmern, wie wir denn jetzt gescheit weiterkommen. Also liebe Leute, bis dann und ciao!